Ich bin Andreas Bangemann und der Redakteur der Zeitschrift Humane Wirtschaft. Ich habe heute die Ehre, Helmut Kreuz bei seinem Vortrag etwas zu begleiten. Ich bin nicht selber ein der Vortragende. Ich leite ihn etwas ein und möchte diese Gelegenheit auch nutzen, Ihnen unsere Zeitschrift vorzustellen, insofern Sie sie noch nicht kennen. Ich gehe mal davon aus, es sind sehr viele da, die Sie sehr gut kennen. Im Eingangsbereich haben wir auch einen Infotisch aufgebaut und vielleicht ein paar Informationen zu dieser Zeitschrift vorneweg. Die humane Wirtschaft beschäftigt sich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. In ihren Ursprüngen hieß sie mal der dritte Weg mit dem Geldsystem und der Geld- und Bodenordnung auf eine Art und Weise, wie Sie es in wohl keiner anderen Zeitschrift im deutschsprachigen Raum zu lesen bekommen. Immer schon mit alternativen Ansätzen und vor allem mit alternativen Lösungsvorschlägen. Wir haben es geschafft, im Laufe der Jahre zu auch materiell und finanziell zu überleben, weil so eine Zeitschrift herzustellen, ist ganz klar, damit kann man sich auch nicht aus der kapitalistischen Welt abkoppeln, sondern man ist gezwungen, in ihr so gut wie möglich zu wirtschaften. Trotzdem sehe ich uns nicht als eine Zeitschrift, die ihr oberstes Ziel darin sieht, möglichst viele Abonnenten und dadurch möglichst viele Einnahmen zu haben, sondern ich sehe unsere Arbeit im Kern als eine, wir möchten eine Botschaft geben, wir möchten den Leuten zeigen, dass es auf dieser Welt im Zusammenhang mit dem Thema Geld und auch mit dem Thema Wirtschaft ganz im Allgemeinen noch andere Meinungen und andere Einstellungen und andere Menschen gibt, die sich auf vielfältige Art mit dem Thema auseinandersetzen. In uns brennt sozusagen ein Feuer und dieses Feuer findet Ausdruck in Beiträgen dieser Zeitschrift. Dadurch, dass wir uns natürlich auch finanziell nach der Decke strecken müssen, sind wir ein recht kleines Team. Im Kern arbeiten 4 Menschen Vollzeit an dieser Zeitschrift, was hinzugezählt werden muss, und ohne die wäre es auch gar nicht möglich, qualitativ auf diesem Niveau Beiträge zu bringen. Das sind unsere vielen Autoren. Also die humane Wirtschaft ist eine Autorenzeitschrift und keine, die sich einen Stab an Journalisten in Vollzeit leisten kann. Noch nicht. Wer weiß, ob dieser Kongress und alles, was folgt und was uns Tom Aslan vorhin auch aufgezeigt hat, mit der zukünftigen Kampagne, wer weiß, wozu das noch führt. Ich bin sehr angetan von der Stimmung, ich bin sehr angetan von den Leuten, die das hier veranlasst und organisiert haben. Mir gefällt ganz spannend, ich bin auch völlig überrascht von dem Ort, ich wusste gar nicht, wo wir hier landen. Das hat was, das gefällt mir, das ist anders, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Und ich finde, dass dieser Ort sehr gut dazu passt und ich finde auch, dass das, was ich jetzt schon erlebe und auch von den Veranstaltern erlebe, dazu geeignet scheint, dass wirklich auf diesem Gebiet sich etwas verändern kann. Und das ist etwas, er hat das Wort selber auch im Mund gehabt und das sehe ich zum Beispiel auch bei unserer Zeitschriftenarbeit so. Jemand, der bei uns eine Zeitschrift erwirbt, ein Abonnement macht oder auch eine Fördermitgliedschaft zeichnet, was möglich ist, der Verein wird, also die Zeitschrift wird herausgegeben von einem gemeinnützigen Verein. In diesem Verein kann man eine Fördermitgliedschaft zeichnen, was automatisch den Bezug der Zeitschrift nach sich zieht. Aber all die Menschen, die heute das tun, die bezahlen im Grunde noch nicht das, was sie da bekommen jeden Monat von uns, sondern die ermöglichen unsere Arbeit in die Zukunft hinein. Und genauso, er hat ähnlich das ausgedrückt, genauso sehe ich, dass alle Menschen, die sich in der Art und Weise, wie wir das tun, mit dem Geldsystem und vor allem mit Veränderungen dieses Systems beschäftigen, deren Arbeit muss ermöglicht werden. Und dieses Ermöglichen ist zukunftsweisend und ist zukunftsgestaltend. Deshalb sehe ich auch immer, man versucht ja, sich selber irgendwo anders in diesem Wirtschaftsleben einzuordnen. Sie haben als Einzelner nicht die Chance auszuscheren. Sie müssen irgendwo da mitspielen in diesem Spiel, um selbst überleben zu können. Das wird jeder Einzelne von Ihnen am eigenen Leib spüren. Man würde gerne etwas ganz anders machen. Das ist in vielen Bereichen möglich. Ich hatte neulich ein nettes Gespräch mit einem Arzt, der zu mir gesagt hat, wieso macht ihr das nicht so wie ich? Ich bin erst ganz normaler Mediziner, Schulmedizin,
und ist dann aber zur alternativen Medizin übergewechselt und er behandelt seine Patienten alternativ nach homöopathischen Grundsätzen und so weiter. Und er sagt, warum macht ihr das nicht in der Wirtschaft mit eurem Geld genauso? Da sage ich, da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Sie können das ganz alleine machen. Sie können sagen, ich für mich behandle meine Patienten so alternativ, wie ich mir das selber vorstelle. Aber machen Sie das mal als Einzelner im Zusammenhang mit Wirtschaft. Da haben Sie keine Chance. Sie haben nur eine Chance, wenn es gelingt, viele Menschen zusammenzubekommen und sagen, lass uns gemeinsam etwas anders machen. Und diesen Ansatz jetzt hier in dieser Veranstaltung verwirklicht zu sehen, mit, also den Ansatz, gemeinsam etwas zu verändern, den halte ich für sehr wegweisend. Und ich würde mich freuen, wenn das wirklich so ist, wie sich die Veranstalter wünschen. Wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass dieses Zusammenwachsen und diese Kampagne, die angedacht ist, da wird sicherlich noch mehr zu erfahren sein, während das von vielen mitgetragen wird. Ich bin überzeugt, dass Sie allein aufgrund des Programms, das ich erkenne, unglaublich interessante Erkenntnisse gewinnen können. Ich sehe viele Menschen, die ich noch nie gesehen habe bei diesen Veranstaltungen, also da gehe ich von aus, es sind viele dabei, die sich erstmals zu dem Thema informieren wollen. Ich glaube, Sie werden im Nachhinein sagen können, dass Sie noch nie so viele ganz für Sie ganz neue Informationen bekommen haben. Und ich habe jetzt die Ehre, den Anfang machen zu dürfen. Und meinen lieben Freund Helmut Kreuz anzumoderieren und jetzt ihm auch gleich das Wort zu übergeben. Dazu möchte ich vielleicht die Geschichte erzählen, wie ich ihn das erste Mal erlebt habe. Das war natürlich auch bei einem Vortrag. Ich bin auf dieses Thema Geld gestoßen vor circa 20 Jahren. Durch einen Zufall. Ich bin immer schon selbstständig und ich habe auf diesem Weg immer das Gefühl gehabt, irgendetwas stimmt da nicht. Und dieses irgendetwas stimmt da nicht hat mich eigentlich zu einem ständig Suchenden gemacht. Ich war immer auf der Suche nach Alternativen, die eben so einen politischen Anstrich haben. Dadurch bin ich durch Zufall auf diese ganze Geldreform-Sache gekommen und habe zum Beispiel das Buch von Helmut Kreuz, das Geldsyndrom, gleich zu Beginn in 2 Tagen durchgelesen und es war diese Flamme in mir entzündet. Und ich musste ihn dann auch sofort kennenlernen und er war durch Zufall in einem kleinen Ort bei uns ganz in der Nähe zu einem Vortrag. Da bin ich natürlich hingegangen. Das war in einer Gaststätte in einem Nebenzimmer. Die Atmosphäre da war sehr eigentümlich. Da waren auch, so aus meiner Erinnerung raus, 30 bis 40 Leute, die angemeldet waren. Und ich habe ihn zum ersten Mal erlebt und habe einen Menschen erlebt, der mich bis heute auf eine Art und Weise begleitet, dass ich sage, das sind die Leute und die Erkenntnisse, die weitertragen, die uns in der Zukunft noch sehr, sehr viel bringen können, wenn wir Dinge verändern wollen. Helmut Kreuz hat in seinem ganzen Leben so viele Informationen auf eine Art und Weise zusammengestellt, dass Menschen, die diese Informationen aufnehmen, für sich Raum gewinnen in ihren Köpfen, neue Erkenntnisse zuzulassen und die auch mit eigenem Leben zu erfüllen. Also er ist und war noch nie ein Mensch, der irgendjemanden von etwas überzeugen will, sondern er zählt Fakten auf und schafft dadurch Anstöße, dass Menschen von sich aus tätig werden und diese neuen Räume, diese gedanklichen Räume, die da eröffnet werden, auszufüllen. Ich freue mich deshalb jetzt ganz besonders, Ihnen den Vortrag von Helmut Kreuz, in dem er Ihnen seine wichtigsten Erkenntnisse, seine wichtigsten Grafiken nochmal vorstellt, ankündigen zu dürfen. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen und uns eine tolle und spannende Veranstaltung. Freue mich gemeinsam mit Ihnen drauf. Ich werde nachher im Anschluss, sofern das nötig ist, sofern Fragen bei Ihnen entstehen, das nochmal gemeinsam mit Helmut Kreuz machen, weil er unter Umständen bei der Größe dieses Raumes die Fragen nicht richtig versteht. Ich würde das dann wiederholen und dafür sorgen, dass da nochmal Antworten kommen. Zunächst vielen Dank und eine spannende Veranstaltung. Und jetzt übergebe ich sehr gerne an den Helmut Kreuz. Dankeschön. Kann ich hier hinsetzen? So. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich kann mich den Vorworten von unserem guten Freund Andreas Mangermann eigentlich nur anschließen, sowohl was die einladenden Themen ausmachen, wie auch die Einlader selber, die sich hier eine Aufgabe gestellt haben, die offensichtlich zur Zufriedenheit ausgefallen ist, wie
der Wahl mir auch in etwa erkennen lässt. Ich darf auch noch mal kurz eingehen, wie es kam, dass ich selber mich mit dem Thema befasst habe. Ich komme aus der frühen Umweltbewegung der 70er Jahre und kann feststellen, dass das Thema Wachstum, was so der rote Faden in meinen Vorträgen sein wird, dass dieses Thema Wachstum auch wieder in der politischen Öffentlichkeit etwas kritischer betrachtet wird. Es gibt nicht nur eine Enquetekommission im Bundestag, die sich mit dem Wachstumsthema befassen wird in den nächsten Monaten, von allen Parteien besetzt, sondern ich hörte auch vom Büro Trittin, dass Sie mit Ihrem Vorschlag, den Sie als Partei jeweils einreichen konnten, auch das Thema Wachstum, Geld und Zinsen eingebunden haben. Eine Sache, die eigentlich in den letzten 30 Jahren weitgehend auch bei den Grünen tabuisiert war. Im Anfang gab es noch Interesse, aber das ließ sehr schnell nach, als sie merkten, dass die Wirtschaftswissenschaft mit diesen Gedanken nicht einverstanden war und sie fürchten mussten, als Partei Schaden zu leiden, ein Thema aufzugreifen, was nicht von der Wissenschaft abgesegnet ist. Wenn man von der Wachstumskritik der 70er Jahre ausgeht, hat sich die entzündet nach den Nachkriegswellen. Ich habe die alle miterlebt, nicht nur Krieg und Zerstörung, sondern auch den Wiederaufbau. Es gab damals als erstes die Fresswelle, wie es bei den Bürgern hieß, endlich mal soll den Bauch voll haben nach 6 Jahren Krieg. Dann gab es als nächstes die Kleiderwelle, die praktisch traf, dass man endlich die Klamotten los wurde, die man 6 Jahre lang getragen hat. Und es gab dann auch hinterher noch die Wohnwelle, mit der man wieder anfing, halbwegs normal zu wohnen. Als Architekt war mir aber auch bewusst, dass bereits in den Ende der 60er Jahre die Wohnraumversorgung der deutschen Bevölkerung pro Quadratmeter und Person gerechnet höher war als die vor dem Krieg. Und damals begann ich mich schon zu fragen, wie kann man eigentlich noch weiterhin Wachstum erzeugen, sagen wir mal, Wohnungen neu einreißen, um sie neu aufzubauen oder dauernd vergrößern, wenn man etwas sinnlich darin, wann kann sowas eigentlich mal zu Ende kommen? Und ich habe dann auch noch feststellen müssen, dass zu der Fresskleider- und Wohnwelle auch noch eine Wegwerfwelle als vierte Welle sozusagen bei der Bevölkerung sich einbürgerte, nämlich immer alles schneller wegzuwerfen. Während man vorher 20 Jahre lang mit einer kleinen Tonne auskam, danke sehr, haben wir inzwischen ja, wie wir alle wissen, 3, 4 grüne, rote, blaue und braune Tonnen da stehen, schwarze Tonnen, und sie sind immer regelmäßig voll. Vor allen Dingen die großen Papiertonnen erschrecken mich regelrecht, wenn man in 8 Familienhaus, in dem ich wohne, jedes Jahr nach 2 Wochen die hohen Kübel mit Papier gefüllt sind alleine schon. Früher hat man jedes Papier 3-mal rumgedreht und auch für andere Zwecke benutzt. Aber heutzutage ist die Wegwerfwelle ein Garant für unser ständiges Wachstum. In unserem Haus wohnt ein Dachdecker, der mit seiner Arbeit schwer sein Geld verdient. Und er hat in den letzten 40 Jahren 3-mal sein Wohnzimmer erneuert. Also Möbel, die man früher über Generationen vererbt und genutzt hat, werden heute der Mode unterworfen. Und nach der anfangs einfachen Welle, WK-Möbelwelle, kam dann die Teakhouse-Welle und dann kam der altdeutsche Stil. Und da musste man da mitmachen, damit man eben dabei ist und mitreden kann. Diese Mentalität wurde richtig künstlich erzeugt, um durch mehr Wegwerfen wiederum mehr Wachstum einziehen zu können. Wie gesagt, hatte sich in den 70er Jahren schon eine Art Wachstumskritik gebildet. Wir kennen also das Buch Grenzen des Wachstums und ähnliche Titel. Und man fragte dann auch ja langsam, was müsste man dagegen tun, wo müsste man ansetzen, um mit diesen Problemen fertig zu werden. Ich selber, wie ich schon sagte, war in der Umweltbewegung etwas tätig, habe auch dann später die Grünen mitgegründet und habe mich damit beschäftigt, festzustellen, wo nun die Ursachen liegen könnten. Die eben bereits aufgelegte Grafik zeigt einen Versuch von mir, mal zu
eruieren, was für Wachstumsabläufe kann es überhaupt eigentlich geben. Und wir sehen hier ja drei verschiedene Möglichkeiten, die aufgetragen sind. Die grüne Kurve ist nicht umsonst grün, ist nämlich die Kurve, die als einzige, als dauerhafte Lösung in einer Wirtschaft getrachtet werden kann. Die blaue, die lineare Lösung, die auch noch relativ harmlos aussieht, bestätigt aber, dass im Grunde ein ständiges Wachstum in einer begrenzten Welt nicht möglich sein kann, auch wenn es linear abläuft. Noch irrealer ist die rote Kurve, bei der sich die jeweiligen Wachstumsschritte von Mal zu Mal verdoppeln, das sogenannte exponentielle Wachstum, das immer schneller zu einem Zusammenbruch führen muss, aus ganz einfachen mathematischen Gründen. Damals gab es auch schon erste kritische Ansätze in der Politik. Jürgen Vogel, damals Bürgermeister von München, hat den Satz geprägt, das Auto mordet unsere Städte, weil dieser Verkehrsaufkommen, das sie dauernd zunahm, auf Dauer gesehen kaum beherrschbar war und bis heute ja immer weiter fortgeschritten wurde mit immer breiteren Straßen und Schneisen in Städten, denen man die Städte unwohnlicher machte. Es gab aber auch noch umgekehrte Kritik von Politikern, die ihr Wachstum bedroht sahen. Und dazu möchte ich mal zwei Zitate auflegen von Bundesministern, jeweils die im Prinzip das gleiche aussagen. Ich hoffe, Sie können es lesen. Also hier wird gewarnt vor Maßnahmen, die das Wachstum in Frage stellen oder abbremsen könnten, mit der Drohung, dass es zu entsprechenden Folgen kommen würde für die Wirtschaft. Im Grunde sind diese beiden Zitate ziemlich ähnlich. Aber sie unterscheiden sich durch ein Wort, durch einen Begriff, der beim zweiten Zitat sozusagen hinzugekommen ist, nämlich, dass ein funktionierendes kapitalistisches Wirtschaftssystem sich ständig ausweiten muss. Nicht ein normales Wirtschaftssystem, was nicht diesen Gesetzen unterliegt. Und die Frage ist natürlich dann, was heißt das überhaupt, kapitalistisches Wirtschaftssystem? Nun, das Wort Kapital besagt, dass es Eigentum ist, der das Zinsen abwirft. Kapitalist ist also jeder, der aufgrund von Eigentum leistungslose Einkünfte bezieht, die letztendlich immer aus der Leistung Dritter stammen muss. Und das Wort Kapitalismus besagt, dass ein System ist, in dem die Ansprüche des Kapitals Vorrang haben vor allen anderen Ansprüchen der Wirtschaft. Also Vorrang haben vor den Löhnen, vor den Gewinnen Unternehmer und so weiter. Das ist Kapitalismus. Und die Wirkungsmechanismen haben wir ja schon vorhin kurz angesprochen. Kommen wir nochmal zurück auf den Tatbestand, dass eben einer begrenzten Raum kein grenzloses Wachstum geben kann. Es gibt aber noch eine zweite Wachstumsregel, die besagt, dass sich die Teile eines Organismus, hier in dem Falle Wurzelwerk, Stamm und Krone der Bäume, dass diese Teile im Gleichschritt miteinander entfalten müssen. Denken Sie an sich selber. Wir haben, wenn wir wachsen, heranwachsen, müssen sich die ganzen Organe im Gleichschritt mitentwickeln. Würde die Leber alleine nicht wachsen oder schneller wachsen oder alleine weiter wachsen, wenn wir ausgewachsen sind, gibt es entsprechende Spannungen. Und das ergibt sich eben, dass das Wachstum in einer Gesellschaft gleichgerichtet sein muss. Das bezogen auf die Einkünfte kann man das dann beziehen auf die Löhne und auf die Unternehmenseinkünfte, auf die Staatseinkommen. Wenn die alle im Gleichschritt wachsen, ist der Organismus in sich stabil. Ob ein dauerndes Wachstum darüber hinaus möglich ist, ist dann eine andere Frage, die wir ja schon beantwortet haben. Ich habe mal eine Karikatur entdeckt, die im Wesentlichen dieses Problem nochmal deutlich macht. Kapital ist der Reiter, die Wirtschaft ist das Pferd, was den Reiter tragen muss. Und das Ziel, so
von beiden, vor allen Dingen des Kapitals, ist Wachstum. Es ist klar, dass das Pferd nur begrenzt wachsen kann und damit auf Dauer gesehen das Kapital nicht mehr tragen kann. Wir haben vorhin in den beiden Kurven, in den Kurven mit den drei Abläufen schon die gerade Kurve, die lineare und das nachlassende Wachstum angegeben. Diese nachlassende grüne Kurve, die anstieg und dann sich stabilisierte, entspricht ja unseren eigenen Lebenserfahrungen. Wir sind im Mutterleib nach unserer, in unserer eigenen Entwicklung praktisch explodiert, explosiv angewachsen, wie diese Kurve, grüne Kurve ja im Ansatz auch wiedergibt. Innerhalb von 9 Monaten, wie gesagt, auf ein Lebewesen aus einer winzigen Zelle raus, was schon etwa 1/2 Meter groß ist. Und nach den ersten Babyjahren ist das Wachstum auch noch groß. Aber irgendwann, mit 18, 20 Jahren, hört das Wachstum auf. Warum eigentlich? Warum wachsen wir nicht ständig weiter? Nun, wir haben es schon erkannt, dass eben in der Natur ein dauerndes Wachstum nicht möglich ist. Und da die Wirtschaft auch in der Natur eingebettet ist, gilt das auch für die gesamte Wirtschaft. Und diese Erkenntnis ist eben leider viel zu wenig verbreitet. Nochmal zu der roten Kurve. Was heißt exponentielles Wachstum? Wie gesagt, Wachstum mit Verdopplungsraten in gleichen Zeitabständen. Wenn man sich schon mal vorstellt, anhand der Geschichte des indischen Mathematikers, der das Schachspiel erfunden hatte und dessen König von dem Spiel begeistert, ihm einen Wunsch offen stellte und der Mensch wünschte sich zur Überraschung auf das erste Feld des Schachbretts ein Getreidekorn, auf das zweite 2, auf das dritte 4, das nächste 8, 16, 32 und so weiter. Und der König, der sagte, na, das ist ja nur ein simpler Wunsch, da komme ich ja mit einigen Säcken Getreide davon, musste feststellen, der Wunsch war unerfüllbar. Also die 63-fache Verdoppelung eines Korns, die sich nach und nach ergibt auf den 64 Feldern, war nicht zu bedienen. Ein Freund von mir hat mal nachgerechnet und er kundet damit, dass wir zur Erfüllung 740 Milliarden Tonnen Getreide haben müssten. Das entspricht den 440 heutigen Weltgetreideernten. Man sieht, welche Gefährlichkeit in diesen exponentiellen Entwicklungen steckt, so harmlos sie auch am Anfang zu wachsen scheinen. Was ist aber nun in der Wirtschaft, was so übermäßig wächst und zum Wachstum zwingt? Das sieht man, wenn man einmal das Wachstum der Bäume schematisch vergleicht mit dem Wachstum des Geldes, was man bei der Bank anlegt. Eine Anlage, wie gesagt, verdoppelt sich in bestimmten Zeitabständen. Es gibt eine einfache Formel. 72 als Schlüsselzahl geteilt durch den Zinssatz ergibt den Verdoppelungszeitraum. Bei 2% Verzinsung, also wären es dann 36 Jahre und bei 4% 18 Jahre und bei 6% sind es noch 12 Jahre, die Verdopplungszeit dauert. Also auch eine ziemlich lange Zeit, die relativ harmlos wird. Aber wenn Sie in der zweiten Phase dann weiter wachsen, dieser Art, kommen zu diesen Anstiegen der Größen der Einlagen durch die Zinsen ohne menschliche Arbeitsleistung, die man selber erbringen muss. Dass dahinter die Leistung eines Dritten steht, ist klar. Hier sehen wir mal, wenn man 10.000 Euro über 50 Jahre bei der Bank anlegt, unverzinst, dann bleiben es eben weiterhin 10.000 Euro. Bei 3% Zinsen, wenn man die Zinsen jedes Jahr abschöpft und zu Hause in den Küchenschrank legt, entstehen daraus insgesamt, kommen 30.000 hinzu und entstehen 40.000. Sammeln sich dann auf laufendem Schrank an. Wenn ich aber das Geld dem verzinsenden Betrag gutschreibe, wie es üblicherweise ja geschieht, dann wächst dieselbe Kurve mit der Verzinsung von 4%, was habe ich da, muss ich mal gucken, 6% in 50 Jahren auf 184.000 Euro ein. Und dieses Beispiel zeigt ja bereits, in welchem Maße die Geldvermögen wachsen müssen, vor allen Dingen in welchem Tempo sie ständig zunehmen im Wachstum, wenn eben
der Zinseszinseffekt regelmäßig zum Einsatz kommt. Noch ein Vergleich, bei dem wir mal drei verschiedene Verzinsungen angenommen haben. Und das ist der Zins bei 3%, wächst die Anlage auf 44.000. Bei doppelt so vielen Zins, 6%, wächst sie nicht doppelt so hoch, sondern bereits das Vierfache. Und bei nochmal 3% mehr, 9%, wächst sie bereits auf das 28-fache. Wir sehen also, dass Zinserhöhungen in höherem Niveau viel gravierender, explosiver sind als Zinserhöhungen zwischen 1, 2, 3%. Je höher die Zinsen sind, gravierender wirkt sich dieser Mechanismus aus. Wie ist denn nun die Realität? Wie sieht die aus in Deutschland? Wenn wir mal als Schema die Sache wiedergeben und denken an die beiden, an die gerade Linie und an die exponentielle Linie, dann können wir hier ablesen, wie sich die... hat er noch einen Bleistift da zufällig oder was? Ich habe mir meine Untertasche, danke schön. Dann können wir sehen, wie sich hier die Entwicklung der Wirtschaft als lineare Entwicklung ausweist. Wir wissen aus der blauen Kurve, dass auch die lineare Entwicklung auf Dauer in unhaltbare Größen führen muss. Die Kurve der Geldvermögen dagegen gibt dieses bekannte Beispiel wieder, was wir angesprochen haben, nämlich der exponentiellen Entwicklungen, die sich in Deutschland real auf das 32-fache entwickelt haben. Real sind von 1950 bis 2000 die Geldvermögen auf das 32-fache gestiegen und als inflationsbereinigt. Inflationsbereinigt die Leistung auf 7-fache. Das heißt, wir produzieren und leisten heute 7-mal so viel wie 1950. In realen Gütern, die wir verbrauchen müssen und möglichst schnell erneuern müssen, damit das weitere Wachstum linear überhaupt möglich ist. Nehmen wir uns jetzt mal die tatsächlichen Größen an, das war jetzt eine Schema-Grafik, dann sieht das so aus. Auch hier wieder geht davor, dass das Wachstum der Wirtschaft linear verläuft, mit dem kleinen Versprung durch die Wiedervereinigung, wie wir sehen, und insgesamt bis 2010 auf das 8-fache gestiegen ist. Wir verbrauchen heute 8-mal so viel und werfen entsprechend noch so viel weg wie 1950. Wir sehen, dass die Kurve der Geldvermögen diesen exponentiellen Trend aufweist, hier in den gepunkteten Linien weitergeführt ist. Aber wenn man jährlich die Entwicklung, Veränderung auftaucht, tauchen hier bereits die Katastrophen auf, die wir zweimal erlebt haben. Zuerst diesen Börsencrash, diesen Überanstieg der Börsenwerte, der Anfang des letzten Jahrzehnts zum Einbruch führte und anschließend wieder sehr schnell sich erholte, aber nicht wieder an die alte Linie rankam, um dann wiederum in die Bankenkrise einzubrechen. Hier sind schon die ersten Einbruchstellen, werden sichtbar, die zwangsläufig erscheinen müssen in so einer Entwicklung. Man versucht immer, möglichst mit allen Mitteln, notfalls sogar mit Steuergeldern, diese Lücken zu schließen. Aber dieser Weg dürfte sozial ja kaum akzeptabel sein, wenn man den Reichtum der Reichen erhält auf Kosten der Verarmung der anderen. Denn anders geht es nicht. Daraus kann man noch eine Erkenntnis erzielen, dass die Geldkreislauf in jeder Volkswirtschaft geschlossen bleiben muss. Im Gleichschritt mit den Ersparnissen und Geldvermögen müssen auch die Kreditaufnahmen ständig wachsen. Und das ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt, dass wir beachten, dass Geldvermögen, die ja so angenehm sympathisch klingen, wunderbar große Geldvermögen, eine gleich hohe Verschuldung nicht nur ermöglichen, sondern erzwingen. Denn diese Überschüsse des einen müssen wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden, um einen Einbruch der ganzen Entwicklung zu vermeiden. Darum folgt also auf die Geldvermögenszunahme eine regelmäßige Zwang zu höheren Schuldenaufnahmen. Aber bei diesen Vorgängen, ich hatte sie mal monetäre Teufelsspirale, der Begriff stammt von Bernd Senf, den ich sehr gut fand. Ich hatte vorher einen harmloseren Begriff genommen, ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß. Und er zeigte eigentlich, dass eben eine Geldmenge, Vermögensmenge, die vorhanden ist, durch das Verleihen größer wird aufgrund der Zinsen.
Man kann also im nächsten Durchgang mehr Geld verleihen als vorher und diese Spirale, diese Teufelsspirale schaukelt sich selber hoch und kann nur durch radikale Einbrüche unterbrochen werden. Wie sich diese Geldschulden abzeichnen in Deutschland, ist hier auszuerkennen, und zwar in der oberen Hälfte für die Geldvermögen erstmal. Wir sehen hier einen blauen Streich, das ist die Geldvermögen des Staates. Man kann erkennen, dass der Geld der Staat eben anfangs nach dem Kriege recht vermögend war. Sogar noch eine Zunahme ausweist, also etwa ein Drittel der gesamten Geldvermögen in ihren Kassen, aber ab dann ständig abnahm und inzwischen auch von 30% auf 6% gesunken ist. Der grüne Teil gibt die privaten Haushalte wieder, und die Unternehmen wieder, die auch ständig zugenommen haben, wie wir sehen, aber das Gros der Geldvermögen ist in den Händen der privaten Haushalte. Also die Haushalte sind die Gewinner, sie sind diejenigen, denen der Reichtum gehört und die entsprechend auch dann wieder viel zur Verfügung stellen können über Kredite, die hier drunter umgekehrt ausgetragen sind und bei denen man auch ablesen kann, jetzt im Vergleich, also umgekippt die Grafik, dass im gleichen Maße wie der Staat seinen Reichtum verlor, er immer mehr zu höheren Kreditausnahmen gezwungen war. Wir sehen auch, dass die Unternehmer den größten Anteil der Verschuldung aufgenommen haben aus den Geldvermögen und die privaten Haushalte hier einen Sprung gemacht haben, der aber statistisch bedingt ist, wenn man bis zu diesem Zeitpunkt 1990, 1995, die privaten Hypotheken zum Unternehmenssektor gerechnet hatte und ab 1995 ist es dann so gewesen, dass man sie jetzt herausgenommen hat und hat sie den privaten Haushalten zugeteilt, diese Hypothek, was im Grunde richtig ist. Darüber gibt es dieser Versprung. Aber insgesamt gesehen spiegelt eben die Verschuldung die Entwicklung der Geldvermögen wider. Auch daraus kommt die Erkenntnis, dass die beschleunigenden Entwicklungen der Geldvermögen und Schulden die Folgen durch der zins- und zinsbedingten Selbstvermehrungen der Geldvermögen sind. Schon in den 80er Jahren resultierten 80% laut Bundesbank 80% der Neuersparnisse aus Zinsgutschriften. Das heißt, der Anteil der erarbeiteten neuen Geldvermögen wird immer kleiner. Und die weitere Zunahme beruht vor allen Dingen auf die Zinsgutschriften, die aus dem vorhandenen Vermögen ausgeschüttet werden. Unterschied zwischen Geldvermögenswachstum und den Zuwachsraten der Geldvermögen und die sich auf und die Zinserträge der Bankanleger geben die beiden Säulen wieder. Die gelb-rote Säule steht für diese Geldvermögen. Zunahmen als Durchschnittsgrößen innerhalb der einzelnen Jahrzehnte. Wir können erkennen, in welchem Maße sich diese Durchschnittsgrößen immer verdoppelt haben oder verdreifacht haben und entsprechend die Zinserträge auch damit ständig zugenommen haben. Nur in den letzten Jahrzehnten hat sich das etwas umgekehrt, da man offensichtlich der Überschüsse dieser Zinseinkommen resultiert sind, in anderen Bereichen angelegt, vielleicht stärker in Grundstücken und Immobilien und so weiter. Aber jedenfalls ist da doch das Geldvermögen nicht in dem Maße gewachsen, wie es aufgrund der zunehmenden Situation hätte wachsen müssen. Aufgrund der zunehmenden Zinserträge ist das Wachstum der Geldvermögen mal zurückgefallen. Mal erleben, wie sich das weiterentwickelt. Ein anderes Erkenntnis ist, dass der Tatbestand, denn können die zinsbedingt exponentiell wachsenden Vermögensüberschüsse nicht mehr durch Kreditaufnahmen der Unternehmen in den Kreislauf eingebunden werden, müssen die Privathaushalte und vor allem der Staat die Lücke mit Kreditaufnahmen schließen. Das heißt, in dem Maße, wie die Unternehmer weniger Kredite aufnehmen, muss
entweder die Haushalte oder muss der Staatshaushalt sich höher verschulden, denn eine Lücke im Kreislauf darf nicht entstehen, wenn es nicht zu enormen Folgen kommen soll. Diese Aufnahme des Staates zu ständig wachsenden Schulden hat einen logischen Grund, der hier von einem Rüdiger Pohl, Mitglied des Sachverständigenrates, mal in der Zeit geäußert wurde. Ich hoffe, man kann es lesen. Wir sehen also, dass hier keinesfalls hier eine Sache läuft, die man nun aus Lust und Laune macht, sondern wenn eben Unternehmer nicht genügend Schulden machen, dann ist der Staat verpflichtet, seinerseits die Überschüsse auf dem Markt aufzunehmen, um den Kreislauf, wie gesagt, geschlossen zu halten. Wie es in der Realität aussieht, wenn man diese Entwicklung der Staatsverschuldung mal sich ansieht, ist hier auf der Grafik sichtbar. Wir haben unten diese helle Linie, die ein bisschen blass ist, die gibt die Entwicklung der Einnahmen des Staates wieder. Und die sind in etwa auch wie die Wirtschaftsleistung auf 7-fache angestiegen und die Staatsschulden aber auf 27-fache. Noch in den ersten 70 und 80 lagen noch die Schulden unter den Einnahmen des Staates und ab dann lagen sie immer darüber. Und wenn man 10% angibt, stiegen die von 19%, 32, 43, 60 auf jene, auf 60%, die an für sich im Maastricht-Verlag als Höchstgrenze festgeschrieben worden war. Wir sehen, das hat man noch ein Jahr eingehalten, die Grenze, und dann ging es aber genau so steil weiter wie vorher. Ganz einfach, weil der Zwang zur Schuldenaufnahme sich aus den Überschüssen der Einlagen ergibt. Heute sind die Staatsschulden auf 27-fache gestiegen. Folgen dieses erhöhten Anstiegs: Der Staat kann sein Geld nur einmal ausgeben und in dem Maße, wie er höhere Zinsen zahlt, die gelbe Kurve, die sich hier abzeichnet, nehmen die Möglichkeiten, das Geld anderweitig auszugeben, ab. Wenn wir mal von Investitionen des Staates ausgehen, lagen diese 1965 bei 23% der Staatseinnahmen, der Steuereinnahmen. Sind dann abgesunken auf 6% der Steuereinnahmen. Hat also immer weniger investiert, weniger Autobahnen gebaut, weniger Flugplätze. Die haben wir ja schon so zu Genüge auch. So gesehen war das ganz vernünftig. Aber es war ein Zwangsergebnis, dass er nicht in der Lage war, bei den ständig steigenden Zinsen die Investitionen aufrechtzuerhalten. Es sind zwei Größen, die gegeneinander verlaufen. Im gleichen Maße, wie die Zinsen stiegen, gingen Investitionen zurück. Erst in den letzten Jahren hat sich die Sache etwas gelockert, weil die stark fallenden Zinssätze auch die Lasten des Staates zurückgingen und entsprechend etwas leicht wieder auch die Investitionen ansteigen lassen konnte. Aber keinesfalls in einem Maße, die wirklich den Erfordernissen entspricht. Aus diesen Gesetzmäßigkeiten geht es hervor, dass sich die Selbstvermehrungsmechanismen der Geldvermögen schließlich zu einer Selbstbedienung der Zinsen führen. Die Zinsen nähren sich selber gewissermaßen über diesem System, denn im gleichen Maße, wie die Zinsen zur Verfügung stehen, kann man wieder auch neue Gelder anlegen. Und inzwischen aber ist es so, dass die Zinseinkünfte, zumindest beim Staat, fast die Zinslasten abdecken müssen. Das heißt, er muss heute schon Schulden aufnehmen, um die Zinsen der Schulden von gestern bezahlen zu können. Auch das ist mal gründlich untersucht worden von mir. Und das ergibt sich dann ein... Hoppala. Wo ist das denn? Entschuldigung. Da fehlt eine Grafik, das ist schade, komisch. Wahrscheinlich schaut sie gleich auf. Ja, jedenfalls hat sich da ergeben, dass die Zinszahlung an des Staates in etwa den Neuaufnahmen von Krediten entsprochen hat.
Das heißt, er hat sich also gezwungen, sich im gleichen Maß zu verschulden, wie er Zinsen zahlen musste. Er hat also die Zinsen, die er bezahlte, aus den Neuaufnahmen von Krediten bedient. Was das für einen normalen Unternehmen bedeutet, oder einen normalen Privatmann, der seine Zinsen mit neuen Schulden bezahlt, brauche ich nicht zu erklären. Und der Staat macht das, wie gesagt, schon seit 50, 40 Jahren, dass er auf diese Art und Weise seine Zinsen bedient. Als ich das mal Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal festgestellt hatte und auch mal verbreitet habe, hieß es immer, er spinnt, so ein Blödsinn. Aber wir werden sehen, dass das keinesfalls der Fall ist, denn es gibt zwei Aussagen, die das bestätigen. Das Schulze finde ich auch nicht. Doch, der bisschen. Ich war dankbar dafür, dass ich diesen Beweis antreten konnte, weil man, wie gesagt, mich mal vor Wissen schief angeguckt hat. Kann man es lesen hinten? Vorlesen? Ja. Für die Gesamtheit der 11 EWO-Länder gilt, dass die Neuverschuldung gerade ausgereicht hat, die Zinslast aus der Verschuldung zu decken. Im Zeitraum 1970 bis 1998 war die Defizitquote mit 3,76% des BIP praktisch genauso hoch wie die Zinslastquote mit 6,63%. Das heißt also, beide Größen haben sie ausgeglichen, weil also die Zinsen in voller Höhe mit Neukrediten finanziert. Und Manfred Overath, Professor Raimund Jochimsen, Direktor der Landeszentralbank von NRW im Frühjahr 1999, und Manfred Overath, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, auf einem Schuldensymposium in Berlin, laut Zeit, Ausgabe vom 14. Juni 1999, hat gesagt, in einer langfristigen Betrachtung kann man also ganz klar sagen, dass sich diese ganze Veranstaltung nicht gelohnt hat. Denn hätten wir dauerhaft auf Kredite verzichtet, müssten wir heute keine Zinsausgaben leisten und hätten noch keine Zinsrisiken zu fürchten. Wir hätten aber auf Investitionen genauso viel ausgegeben wie bisher. Also wir sehen, dass praktisch die Zinskreditaufnahmen des Staates schon seit Jahrzehnten fast ausschließlich in den Zinsendienst geflossen sind und damit die Reichen eben reicher gemacht haben auf Kosten der Allgemeinheit. Die Erkenntnis daraus ist, Zinseinkommen, die rascher wachsen als die Wirtschaftsleistungen, führen zwangsläufig zu sinkenden Arbeitseinkommen, zunehmenden Umverteilungen von Arm zu Reich sowie Anstieg der Arbeitslosigkeit und der sozialen Spannungen. Das ist das Ergebnis dieser Zinsmechanismen, deren Größe immer deutlicher wird. Auch das ist mal ein Vergleich, wenn wir mal die Bankzinserträge, das, was die Banken aus der Wirtschaft rausziehen, mit der Entwicklung, ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen schärfer kriegen kann. Wir sehen drei Kurven hier, obere Bruttolöhne und Gehälter, die anfangs leicht gestiegen sind, aber nicht, weil die Löhne effektiv gestiegen sind, sondern weil die Zahl der Arbeitnehmer ständig größer geworden ist, in erheblichem Maße. Und die dann im Trend anschließend abnehmen. Noch deutlicher bei Nettolöhnen, die sind praktisch nicht gestiegen bis 1970 und von dann ab ständig gefallen. Und zwar praktisch im gleichen Maße, wie die Bankzinserträge angestiegen sind. Auch hier zeigt sich wieder, man kann Geld nur einmal verteilen. Wenn in einen Topf schneller fließt, muss in den anderen Topf weniger landen. Noch deutlicher wird das in einer Grafik, bei der wir noch einmal die bekannten Säulen der zunehmenden Geldvermögen pro Jahr im Durchschnitt der Jahrzehnte sehen, die wir eben schon hatten.
und daneben zwei Größen, nämlich die weißen Größe, der jährliche Zunahme des Sozialprodukts, die mit dieser Entwicklung der Geldvermögen immer weniger Schritt hält. Im Gegenteil, sie fiel immer mehr zurück, gemessen an den Geldvermögenszahlen, und brach in den letzten 10 Jahren, in den letzten 9 Jahren sogar deutlich ein, wir erkennen können. Noch schlimmer ist es bei den Nettolöhnen, die anfangs noch mithielten im Anstieg, aber erst bis 1970, 80 und dann ab schon nachließen und die schwarzen kleinen Blöcke uns in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Das heißt, wir haben einen Zugewinn an Nettolöhnen gehabt in den letzten 10 Jahren, der dem Zugewinn von 1960, 70 entspricht. Wir erkennen daran, dass eben für die Arbeit immer weniger übrig bleibt. Die Misere wird noch deutlicher, wenn man einmal vergleicht, wie verhalten sich die Einkünfte der Haushalte zu ihren Vermögen, zu den Geldvermögen speziell. Ich habe hier mal ein Bild, wie es sich im Jahre 2007 abzeichnete. Diese ganz kleine graue Stufentreppe gibt wieder, verteilt auf 10 gleich große Haushaltsgruppen, die Höhe der Einkommen wieder. Das sind die Einkommen der einzelnen Zehntel aller Haushalte und daneben gelb eingetragen die Vermögenssäulen der Haushalte im Jahre 2007. Und wenn wir mal hier den Unterschied sehen zwischen Einkünften und Vermögensbeständen, wird deutlich, in welchem Maße sich da eine Sache entwickelt, die nur zusammenklappen kann, nicht nur aus mathematischen, sondern aus sozialen Gründen. Denn in Höhe dieser Zinserträge, die hier aufgetragen sind als Sahnehäubchen auf den Vermögen, spiegelt sich wieder, in welchem Maße die Haushalte davon profitieren. Die ersten Haushalte haben sozusagen gar nichts an Geldeinkünften und bei den letzten Zehntel sind die Geldeinkünfte fast völlig die gesamten Einkünfte der Haushalte ab im Schnitt. Wenn man mal fragt, einen normalen Menschen, woher kommen deine Zinsen, wenn sie in den meisten Fällen arbeiten, ja, von der Bank kriege ich das nicht. Und sich kaum mal Gedanken machen, woher bekommt die Bank denn nun die Zinsen, obwohl das auch einfach ist, wie wir sehen, denn die Bank verleiht ja die Einlage des Kunden weiter und die Wirtschaft ihrerseits erwirtschaftet dann die Zinsen, die wieder an die Bank gehen. Davon halten die Banken im Schnitt etwa 20-25% ein als Bankmarge, vor allen Dingen Hauptkosten, Personalkosten, und der Rest fließt als Gewinn an die Sparer, die sich über diese Zugeinkommen freuen. Gedanken darüber, woher diese genauer kommen, macht sich kaum einer, aber wenn man sieht, dass die Wirtschaft praktisch der Zahler ist der Zinsen, weitgehend die Wirtschaft, der Staat natürlich auch, aber weitgehend die Wirtschaft, dann wird einem klar, dass die Wirtschaft ihrerseits dann nun wieder an das Geld kommen muss und das kann sie nur über ihre Preise hereinholen. Das heißt, die Preise enthalten also nicht nur Materialkosten und Personalkosten, sie enthalten im gleichen Maße auch alle Zins-, alle Kapitalkosten, die in die Preise einfließen, vom Endverbraucher bezahlt werden müssen. Natürlich ist dieser Anteil, der liegt heute inzwischen etwa, wenn man das ganze Kapital heranzieht, Sach- und Geldkapital, bei 42%. Das heißt also, mit jedem Euro, den Sie ausgeben, zahlen Sie etwa am Schnitt 42 Cent Zinsen. Natürlich ist das eine Schnittzahl, Durchschnittszahl, denn bei den Wohnungsmieten liegt die Zahl etwa bei 60-70% der Mieten sind Zinsen. Und bei anderen Produkten, die handwerklich gefertigt werden, weitgehend auf Arbeit beruhen, ist der Anteil wesentlich kleiner. Aber im Schnitt gesehen können Sie davon ausgehen, 42% etwa oder rund 40% zahlen Sie mit jedem Euro an Zinsen. Wenn Sie jetzt dagegen mal verrechnen, was haben Sie an Zinsen eingenommen, dann können jeder Haushalt feststellen, welchem Maße er Gewinner oder Verlierer ist. Wenn er mal seine ganzen Zinsen zusammenzählt, die er jedes Jahr bekommt, und die Größe mal vergleicht mit 40% seiner Ausgaben, dann kann er daran messen, in welche Gruppe er gehört. Trösten Sie sich, wenn Sie das mal tun sollten, 9 von 10 Haushalten sind Verlierer. Der 9. Haushalt, beim 9. Haushalt ist es vielleicht was ausgeglichen, oder mal leicht im Plus, je nachdem wie die Zinsen liegen. Aber das Gros der ganzen Gewinne fällt auf die
letzten 10% der Haushalte, die dadurch immer reicher werden und immer mehr verleihen können und noch reicher werden. Diese Verteilung ist hier wieder gegeben. Wir sehen hier einmal die weißen Säulen, die geben nochmal die Ausgaben der Haushalte wieder. Und davon 40%, die schwarzen Säulen, geben die Zinsanteile wieder, die ja, wie gesagt, mit den Ausgaben auch ansteigen. Aber die gelbe Säule gibt wieder, wie sich die Zinserträge auf die Haushalte verteilen. Wie ich schon sagte, die ersten Haushalte haben so gut wie nichts. Langsam kommt was dazu und am Schluss dann steigen die Zinserträge der reichsten Haushalte so an, dass sie mehr als die Hälfte aller Zinserträge beziehen. Wenn man jetzt mal den Saldo zieht, also Zinserträge, Zinsausgaben in den einzelnen Haushaltsgruppen, ergibt sich hier bei den ersten 8 Gruppen auf jeden Fall ein Verlust. Sie zahlen drauf dabei. Sollen Sie also haben also wenig Grund, sich zu freuen über Ihre Zinsen auf dem Sparbuch oder andere Zinseinnahmen. Bei der 9. Gruppe kann ein leichtes Plus da sein. Und bei der 10. Gruppe schlägt diese Umverteilung als Riesengewinn zu Buche, die wiederum diese Inhaber der Vermögen zwingen, erneut eine Anlage zu suchen, um wieder noch mehr Zinsen zu bekommen. Wenn man mal langfristig das vergleicht und die Verschuldung der Gesellschaft vergleicht mit den verfügbaren Einkommen der Haushalte, das sind diese gelben Säulen, die wir gleich groß hier eingetragen haben, die Eurobeträge schon unten drunter, sind nicht interessant weiter, jeweils an gleicher Größe mal angenommen, hat sich das verändert von 1 zu 1 zu Schuldengröße auf 1 zu 2 1975 und auf 1 zu 5 im Jahre 2000. Im Jahr 2000 waren also die Schuldensäulen 5-mal so hoch wie das verfügbare Einkommen der Haushalte, aller Haushalte zusammen. Und hier ist aber die Aufteilung eingetragen, Unternehmer, Privat und Staat. Und an diese Säule müssen die Haushalte einen entsprechend zunehmenden Anteil ihrer Einkünfte abgeben. Über den Zinsstrom. Anfangs war 6%, wie wir sehen, dann hier waren es bereits 13% und 28%. Und das heißt, umgerechnet musste man immer mehr dafür arbeiten. Die hat inzwischen etwa, dass sie mindestens ein Vierteljahr lang für die Zinsen arbeiten, die andere von ihnen finanziert bekommen. Wenn die, das Sozialprodukt, das BIP, im Jahr wächst, nimmt jeder normale Mensch an, dass er daran beteiligt ist. Wächst das Sozialprodukt zum Beispiel um 3% oder um 6%, dann erwarten alle entsprechend auch einen gleich hohen Anteil. Und das wäre ja auch eine gerechte Lösung, dass alle im gleichen Maße an dem Vermögenswerten beteiligt werden, an den Leistungen beteiligt werden, die sie selber geleistet haben. Wenn wir mal den Zeitraum 1991 bis 2007 vergleichen, in diesem Balkendiagramm, dann sehen Sie, dass die Leistung, das Volkseinkommen in dem Falle, mal die Einkommensgrößen, um 61% zugenommen hat. 61% in den dargestellten 16 Jahren. Die Nettolöhne fielen aber nur um 30%. Bruttolöhne um 38% fielen nicht damit zu und die Steuereinnahmen nahmen knapp in gleicher Höhe zu, um 59%, das schwankt etwa. Die Steuereinnahmen wachsen relativ regelmäßig mit den Sozialprodukten, mit den Volkseinkommen an. Aber wir sehen, die Arbeitseinkünfte bleiben immer mehr zurück. Dafür steigen die Unternehmereinkünfte umso stärker an und die Zinseinkommen aus Bankeinlagen noch stärker. Und wenn man mal zum Bereich die Geldvermögensbestände nimmt, sind noch stärker gestiegen. Dass die Bankeinlagen nur weniger versinnt wurden als ihre Zunahme der Bestände, hing mit den sinkenden Zinssätzen zusammen. Aber es zeigt ganz einwandfrei, dass auf Kosten der arbeitenden Menschen die Einkünfte der Vermögenden immer größer werden. Thema Arbeitslosigkeit, nochmal eine Grafik. Zwar habe ich da mal eine Untersuchung gemacht und festgestellt,
dass die Zinsschwankungen, die hier rot eingetragen sind und ich verzogen habe, hier angepasst an diese tiefe Zahl der Arbeitslosigkeit. Wir sehen, die Arbeitslosigkeit war in gemessen in Prozenten 1950 genauso hoch wie etwa heute auch, ist aber sehr stark eingebrochen. Wir hatten hier eine Vollbeschäftigungszeit in diesen beiden Jahrzehnten und dann ging die Arbeitslosigkeit wieder hoch, aber nicht gleichmäßig, sondern mit starken Ausreißern. Und diese Ausreißer auch bei den Millionenbeträgen spiegeln die Ausreißer in der Zinskurve wider. Immer wenn die Zinsen ansteigen, wachsen die Belastungen der Wirtschaft und damit auch dann der Zwang, Löhne einzusparen, weder Lohnsenkungen oder Entlassungen. Deswegen laufen die Arbeitslosenaufstiege und Abstiege sozusagen hinter den Zinsen her. Das hat sich in den letzten Jahren etwas weniger deutlich abgezeichnet, weil der Staat durch seine Eingriffe in den Arbeitsmarkt bis hin zu Hartz V, Hartz IV und zu diesen Aufschussbeschäftigungen, Zuschussbeschäftigungen, das Bild, das normale Bild etwas verzerrt hat. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass eben alle Zinseinkommen, die rascher wachsen als die Wirtschaftsleistung, zwangsläufig zu sinkenden Arbeitseinkommen führen, Umverteilungen von Arm zu Reich sowie Anstiege der Arbeitslosigkeit und der sozialen Spannungen. Wie lange das auszuhalten ist, ist dann noch abzuwarten. Sind Staat und Wirtschaft nicht mehr in der Lage, die anlagensuchenden Vermögensüberschüsse als Kredite aufzunehmen, dann kommt es zu Exzessen auf den Finanzmärkten und schließlich zu Zusammenbrüchen von Börsen und Banken, bei denen Staaten und Steuerzahler dann als Retter einspringen müssen. Wir sehen, dass diejenigen, die praktisch Verlierer des Systems sind, müssen dann auch noch Hilfe leisten, wenn die ganzen Lagen exzessiv werden und einbrechen und nicht mehr kontrollierbar sind. Mal ein Blick auf die amerikanische Lage in den letzten Jahrhunderten, kann man bald sagen. Wir sehen hier den Einbruch 1920 rum, diese große Wirtschaftskrise, in der Weltwirtschaftskrise und eine lange Dauer, bis sich erholt in Amerika und hier wieder ein Anstieg. Und das gibt wieder die Kurve, so viel vom Volkseinkommen ging an nur 0,01% der amerikanischen Bevölkerung. Wenn man das umrechnet, ergibt sich, dass ein Hundertstel der US-Bevölkerung, das sind 31.000 Menschen, 5% des US-Volkseinkommens, 94.000 Millionen beziehen. Dass diese Einbrüche der Wirtschaft entsprechend Folgen haben, auch für die Politik, dürfte einleuchtend sein. Aus die Konsequenz daraus hat mal Reinhard Miegel, der Leiter des Bonner Wirtschaftsforschungsinstituts, bezogen. Allein die großen Länder haben für Kredite, Bürgschaften und Rettungsschirme etwa 7 Billionen Dollar Steuergelder in Aussicht gestellt. Diese Mittel sind doch gar nicht vorhanden. In der ersten Krise dieses Jahrzehnts wackelten die Unternehmer. In dieser Krise wachsen Unternehmer und Banken. Und in der nächsten, die jetzt vorbereitet wird, werden Unternehmen, Banken und Staaten wackeln. Dann kann nur noch der liebe Gott den Rettungsschirm aufspannen. Ursache dieser ganzen negativen Entwicklungen ist der Tatbestand, dass die Menschen durch Zurückhaltung von Geld die Wirtschaft zwingen können, einen Freigabepreis zu erpressen, zu zahlen, mit dem sie dann sozusagen belohnt werden für ihre im Grunde ja strafbare Handlung. Denn in wenn man auf einen Blick zusammenfassen, die Zusammenhänge, dann haben wir links in Gelb angedeutet, die Kreislauf im Geldbereich, der sich bei der Wirtschaft nährt und durch Zinserträge höhere Geldvermögen gewährleistet, größere Bankeinlagen, zunehmende Kredite, die wiederum mit ihren Zinsen die Wirtschaft noch mehr herausfordern kann. Es bleibt also immer weniger übrig, um aus dem großen Kuchen an die Arbeitenden auszuzahlen.
Folge ist, dass die Löhne sinken, aber auch sinkende Gewinne bei vielen Unternehmen sich abzeichnen, was wiederum zur Folge hat, dass es zu sozialen Spannungen kommt, zunehmenden Störungen im Bereich der Politik, der Problematik, Armut, Arbeitslosigkeit, Pleitewelle, Massenstreik, Unruhen, Kriminalität. Und der einzige Ausweg bisher aus diesem Halbkreis, der automatisch auf Spannungen zuführen muss, ist bisher der Ausweich über die Natur. Also der Ausweg über immer mehr Wachstum auf Kosten der höheren Umweltbelastung und Zerstörungen. Und aus dieser Ausweg aus der sozialen Krise läuft auf Dauer gesehen auf die gleichen Gewalttätigkeiten aus, die wir oben bei der Arbeitslosigkeit befürchten müssen. Denn die Natur ist eben begrenzt in ihren Möglichkeiten und die Reste, die dann übrig bleiben noch, denken Sie mal an den Ölmarkt, an den Nahen Osten, die amerikanische Politik, da wissen Sie, was gemeint ist. Die Reichen werden versuchen, sich die letzten Vorräte an Energie und anderen Rohstoffen zu sichern auf Kosten der Bevölkerung und der übrigen Welt. Was kann man machen? Im Grunde bleibt nur eins übrig, dass man dort ansetzt, wo der Fehler entsteht, nämlich am Geldumlauf. Die Lösung ist nicht etwa ein Verbot von Zinsen oder ein Abschaffen des Zinsen, wie es manchmal heißt, sondern man kann den Zins nur dadurch sinken lassen, indem man das Geld festhalten reduziert. Also es geht darum, dass man, wie schon der Volksmund sagt, den Taler wandern lässt oder den Rubel rollen lässt. Das praktisch ist eine Maßnahme, die auch den üblichen Methoden entspricht, mit denen wir den Verkehr am Laufen halten, nämlich indem man das Blockieren des Verkehrs oder das Blockieren eines Parkplatzes mit Kosten verbindet. Wer einen öffentlichen Parkplatz blockiert, muss dafür laufend jede Stunde einen Obolus entrichten. Nur die öffentliche Einrichtung Geld ist davon ausgenommen. Geld kann jeder nach Belieben so lange zurückhalten, wie er will, obwohl dieses Zurückhalten eine Lücke im Kreislauf schließt und damit andere Arbeitsplätze gefährdet werden. Der Kreislauf ist genauso notwendig wie das Räumen der Räumen der Parkplätze oder der Straßen. Keiner käme auf die Idee, bei Fahrzeugen sagen, jeder kann auch die Straße blockieren. Jeder kann das Geld blockieren, also auch die Straße. Wohin das führen würde, brauche ich nicht noch mehr zu erklären. Wir müssen also dafür sorgen, dass das Geld genauso als öffentliche Einrichtung gesehen wird und genauso auch den Vorschriften unterliegt, wie es bei den anderen öffentlichen Einrichtungen üblich ist. Wie gesagt, noch einmal kein Verbot von Zinsen, sondern eben eine Umlaufsicherung auf die öffentliche Einrichtung Geld. Diese Erkenntnis ist der entscheidende Hebel, mit dem wir die ganzen Probleme, die wir hier vorhin gesehen haben, lösen können. Ich möchte nicht näher auf die Möglichkeiten eingehen. Sie kennen die Geschichte mit den Bakteaten, wahrscheinlich Hochmittelalter, als damals Städte gegründet wurden am laufenden Bande. Und zwar, weil eben der Zins unbedeutend geworden war. Oder an das Beispiel von Wörgl, wo man in einer Gemeinde versucht hat, ein eigenes Geld, das umlaufgesichert war, das also Gebühren kostete, wenn man es festhielt, den Kreislauf geschlossen hat. Diese Möglichkeiten sind Ihnen wahrscheinlich geläufig. Deswegen schließe ich nur mit dem Zitat eines Unternehmers aus dem letzten Jahrhundert, Ernst Abbe, Gründer der Leitzwerke. Er schrieb damals schon: Da ausschließlich die menschliche Arbeitswerte erzeugt, so kann kein Zweifel darüber bestehen, dass es die Gesamtheit aller Arbeiten im Volk ist, welche immer zwei Tage in der Woche zu arbeiten hat, für die Gesamtheit der Besitzenden des Nationalvermögens, dessen Verzinsung vorweg aufgebracht werden muss. Elimination, Ausmerzung des Zinswesens aus dem Wirtschaftssystem der Völker ist daher die Voraussetzung für eine haltbare, nicht auf völlige Desorganisation hinaus steuernde Wirtschaftstätigkeit. Professor Dr. Ernst Abbe, kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert, also vor gut 100 Jahren. Damit möchte ich schließen und nur noch einmal betonen, dass wir nur die Wahl haben, entweder hier an diesem System etwas zu ändern oder aber eben
die Katastrophen, die auf uns zukommen müssen, zu ertragen. Dankeschön. Vielen Dank. Eins. Vielen Dank, lieber Helmut Kreuz. Ich bekomme gerade das Signal, dass wir nur noch 10 Minuten haben. Ich werde es gleich noch versuchen, ob der ein oder andere noch eine Frage dazu hat. Aber ich möchte doch noch anmerken, dass Helmut Kreuz wieder einmal mit stichhaltigen Tatsachen, die er in seiner jahrzehntelangen Arbeit erarbeitet hat, nachgewiesen hat, dass wir mit diesem System auf ein Ende zulaufen. Und ich möchte noch, was er als Lösung am Ende darstellt, da wird es bestimmt in den Gesprächen, die Sie hier am Rande führen können, für viele, die sich damit noch nicht so auskennen, Möglichkeiten geben, sich da intensiver mit zu beschäftigen. Was ich noch mit auf den Weg geben möchte, ist etwas, was ich in den Diskussionen in jüngster Zeit im Zusammenhang mit der Krise immer wieder erlebe. Viele finden sich mittlerweile damit ab, dass sie sagen, dieser Zusammenbruch ist unvermeidbar, der wird sowieso kommen. Ich mache mir jetzt Gedanken darüber, wie kann ich dem entgehen, wie kann ich irgendetwas über diese Krise hinaus retten. Diesen Menschen versuche ich immer klarzumachen, dass diese Krise nicht, das Ende dieser Krise und der Zusammenbruch nicht etwas sein wird, das irgendwo in Computern stattfindet, da werden irgendwelche Dinge auf Null gestellt, ein paar Leute verlieren furchtbar viel Geld. Nein, der Zusammenbruch würde bedeuten, dass unglaubliches Leid über uns alle hereinbrechen würde. In Form von körperlichen Schäden. Wir werden bürgerkriegsähnliche Zustände erleben müssen, wenn wir es zulassen, dass es zu einem solchen Zusammenbruch kommt. Die Erkenntnisse, die Sie an diesem heutigen Tage hier vermittelt bekommen, sollten jeden dazu aufrütteln, dass er sagt, nein, so weit darf es nicht kommen. Wir dürfen diesen Zusammenbruch nicht auf uns zukommen lassen. Wir müssen vorher zu einer Wende kommen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch, obwohl die Krisensymptome erdrückend sind, obwohl es all die Meldungen, die wir jeden Tag dazu lesen, wie es in der Wirtschaft im Moment zugeht, den Anschein erwecken, es ist unabwendbar. Ich bin der festen Überzeugung, noch ist es abwendbar. Was es braucht, ist es sind unglaublich viele Menschen, die jetzt sagen, wir brauchen eine Veränderung dieses Systems. Wo man ansetzen muss, hat man hier sehr schön gesehen. Eigentlich liegt es auf dem Tisch. Die Fragen, die immer wieder von Menschen, die erstmals darauf stoßen, kommen, sind immer dahingehend, warum steht es nicht jeden Tag in der Zeitung? Das ist erklärbar. Die Politiker bringen es nicht auf die Agenda, weil es an der Basis an Menschen fehlt, die darauf hinweisen, die sagen, da liegt der Fehler, bitte kümmert euch verstärkt darum. Solange das nicht geschieht, kümmern sich die Politiker nicht drum und in der Folge kümmern sich auch die großen Medien nicht darum, sondern die sehen das nicht als Thema an. Das muss als Thema von uns, von unten her, eingebracht werden in die gesamte Diskussion. Ich würde mich freuen, Dankeschön. Ich würde mich freuen, wenn diese Veranstaltung an diesem heutigen Tag dazu führt, dass es dann zu einer Initialzündung kommt und erkannt wird, wie wichtig es ist, dass Sie nicht nur hier sind, sondern dass Sie in der Folge sich auch intensiver mit dem Thema und mit den Organisationen beschäftigen, die sich hier präsentieren und die Ihnen viele, viele Möglichkeiten bieten, selbst aktiv zu werden und ein Teil einer Bewegung zu werden, die dafür sorgt, dass wir nicht einen Zusammenbruch erleben müssen, sondern dass wir die Kurve bekommen, bevor alles zu spät ist. Jetzt will ich vielleicht doch noch, ich weiß nicht, hat jemand noch an Helmut Kreuz eine Frage, die er beantworten kann auf die Schnelle? Rufen Sie sie mir zu und ich werde sie... Der Zinseszinsberg könnte besteuert werden, sagte der Herr, als Lösung. Und das ist der Bereich, das ist die Stelle, wo ich praktisch durch Geld festhalten, überhaupt andere erpressen kann, einen Zins zu zahlen. Das hinterste Besteuern würde an dieser Erpressungssituation nichts verändern. Ich könnte zwar demjenigen, der den Zinsen bekommt, dann besteuern. Okay, aber nur in einem bestimmten Maße, da würde nämlich keiner mehr Kredit aufnehmen. Wenn er keinen Gewinn mehr sieht darin, wird er nicht mehr bereit sein, das Geld über Kredite zurückzuführen. Man muss da ansetzen, wo sie entsteht, an der Quelle.
Das ist die Möglichkeit, Geld künstlich zurückzuhalten, künstlich knapp zu machen. Ja, hier vorne. Ich fand den Vortrag fantastisch spannend und erhellend. Einzigen Teil war, fand ich etwas unbefriedigend, dass Sie keine Erklärung dafür geliefert haben, dass dieser Einbruch des Geldvermögens im letzten Jahrzehnt stattgefunden hat. Frage: Könnte es sein, dass mehr Menschen als von den Reichen, als wir vermutet haben bisher, geahnt haben oder gewusst haben, dass es zu der Finanzkrise kam und das Geld in sichere Werte gebracht hat? Ja, ich habe das vielleicht nicht ganz verstanden, aber vielleicht kannst du das wiederholen, da hier im Saal, da die hinten auch wahrscheinlich nicht verstanden haben. Der Herr sagte also, seiner Meinung nach hätte es zu Rückgängen, habe ich das richtig verstanden? Sie sind der Meinung, es wäre zu Rückgängen bei den Geldvermögen gekommen, weil die umgeschichtet sind. Es gab im Zusammenhang mit der Krise, vor allem bei solchen Reichen und Vermögenden, kurze Verluste, die sind mittlerweile wieder mehr als ausgeglichen, muss man sagen, dadurch, dass eben die Aktienkurse in den Keller gegangen sind. Und auch viele andere Kurse, die spekulativ am Kapitalmarkt zu Gewinnen geführt haben, die nachher in der Glattstellung auch wieder zu Verlusten geführt werden. Aber mittlerweile sind wir wieder auf einer Stufe, die höher ist als vor der Krise. Wir sind aber mit der Wirtschaft noch nicht mehr so weit. Wir hatten zwar ein Riesenwachstum im letzten Jahr, wir sind aber immer noch nicht an dem Punkt von 2008 angekommen, anders bei den Geldvermögen. Dass die Reichen natürlich in der jetzigen Situation sich Gedanken darüber machen, wie Vermögen, das bisher vielleicht in irgendwelchen virtuellen Anlagen umherschwirrt, in Werte transferiert wird, die eine solche Krise überstehen, ist klar. Aber ich denke, das brauchen wir nicht näher thematisieren. Also ich vielleicht auch nochmal auf die Frage eingehen, die Besteuerung von Zinsen würde einen riesen politischen Aufwand bedeuten. Es würde nach wie vor würde dieses System weiter funktionieren und der Staat würde versuchen, das wegzunehmen, was auf eine Art und Weise entsteht, nur deshalb entsteht, weil wir einem falschen System weiterhin anhängen. Die richtigere und bessere Lösung wäre doch ganz klar, sich von diesem System zu verabschieden und etwas zu suchen, das solche Gewinne erst gar nicht entstehen lässt. Ja, die Gewinne gehen zurück auf die Möglichkeit, aus übrigem Geld einen Zins erpressen zu können, indem ich so lange zurückhalte, bis ich den Zins bekomme, den ich haben möchte. Wenn die Zinsen sinken, sehen wir ja, wie dann automatisch weniger verlieren wird. Man reagiert darauf und unterbricht sozusagen den normalen Kreislauf. Man muss an der Ursachenquelle ansetzen, nicht bei den Symptomen. Die Frage gestartet? Ja, und ich glaube, das ist falsch. Weil im Saal haben sie sich auch nicht alle verstanden. Also, der Herr fragte, ob es nicht nötig sei, der Zinseszinseffekt besteht eben nicht nur rein beim Geld, sondern der spiegelt sich auch im Immobilienbereich und in allen anderen Bereichen, wo es um Sachwerte geht, auch wieder. Und er fragte sozusagen, ob es nicht nötig sei, auch auf diesem Bereich dann entsprechende Maßnahmen zu treffen. Wenn die Zinsen sinken, sinkt auch die Möglichkeit, aus Sachwerten einen Zinsgewinn zu erzielen. Die sind immer daran gebunden, an der Entstehung des Zinses, wenn der sich verändert. Wenn die Zinsen sinken, kriegen sie billige Hypotheken. Automatisch sinken auch die Zinsen, wenn das langfristig eine Tendenz wäre, die sich über einige Jahre hinzieht. Deswegen ist der erste Schritt der entscheidende für alle anderen daraus hervorgehenden nachfolgenden Schritten. Wie gesagt, ich könnte das Sachvermögen kann schon so lange Zinsen erpressen, wie aus Geldvermögen Zinsen möglich sind. Ich bekomme das Signal, dass wir gleich aufhören müssen. Ich würde jetzt noch die Dame dran nehmen und dann Herrn Kretschmer. Und dann müssen wir leider aufhören an der Stelle. Sogar hängen können bei Produktionsabläufen, dass die stillgelegt werden, sogar
dass im Zusammenhang mit dieser Krise es jetzt mittlerweile vielfältige Formen gibt, damit umzugehen, steht außer Zweifel. Ich habe bei dem, was Sie so schildern, was sich dann auch im Internetbereich abspielt, aber häufig den Eindruck, dort wird auch vieles hineingedichtet oder man bastelt sich da eine Welt zusammen in Unkenntnis der tatsächlichen Ursachen, warum wir überhaupt in diese Krisensituationen kommen. Dadurch bilden sich natürlich sehr viele Arten der Lösungen oder des Umgangs damit. Das sollte aber niemanden daran hindern, die Dinge für sich ins Reine zu bringen und Erkenntnisse zu gewinnen und eigene Urteile zu sich zu bilden, wo die Ursachen tatsächlich liegen. Jetzt Herrn Kretschmer und dann noch den Herrn hier vorne und dann müssen wir leider aufhören. Herr Kretschmer sagt, die Binnennachfrage könne nicht funktionieren, dadurch, dass die Zinsen alles wegfressen. Sicher. Im gleichen Maße wie Zinsen steigen, müssen andere Größen sinken. Es sei denn, wir haben entsprechend ein ausreichendes Wachstum, was praktisch diese Differenzen auffängt. Man kann immer einen Euro noch einmal ausgeben. Wenn er eben praktisch von den Zinsen weggenommen wird, fehlt er an anderer Stelle. Deswegen muss der Zins müsste sich marktgerecht entwickeln, so wie jeder Unternehmer gezwungen ist, seine Knappheitsgewinne, die er mit einem neuen Produkt erzielen kann, gegen Null runterzufahren, wenn die Märkte gesättigt sind oder wenn entsprechend viele Konkurrenten aufgetreten sind, dann fallen Knappheitsgewinne auf Null. Genauso müsste der Knappheitsgewinn Zins, aus der Knappheit des Geldes resultiert, auf Null sinken, um diesen negativen Motor abzustellen. So, wir schließen ab mit dem Herrn hier vorne. Sie stimmen ja zu in Ihren Punkten und so weiter und möchten das auch weiter verbreiten. Jetzt hatte ich eine kritische Freundin, die hat mich gefragt, diese Umlaufsicherung, die es ja dann mit Geldentwertung gibt, die gibt es ja in unserem System, in dem etablierten System auch schon als Inflation. Da habe ich geantwortet, ja, aber dann geht eben das Geld in andere Hände, nicht in den Staat zum Beispiel, vielleicht, sondern in die Gelddruckmaschine oder wie auch immer. Wie hätten Sie geantwortet? Kannst du antworten. Der Herr sagte, wir hätten schon eine Umlaufsicherung und die sei die Inflation. Ja, wir haben zwei Umlaufsicherungen, mit denen man das Geld in den Kreislauf zurückholt. Das ist der Zins als Lockmittel und die Inflation als Peitsche. Aber beide heutigen Umlaufsicherungsmittel sind destruktiv und negativ. Immer. Inflation ist eine Umlaufsicherung, aber eine sehr, sehr destruktive Umlaufsicherung. Wenn das Geld in die falschen Hände geht, das ist die richtige Erklärung. Richtig, und die Inflation betrifft alle und sie betrifft vor allem diejenigen, die wirklich jeden Pfennig oder jeden Cent rumdrehen müssen. Während die Geldumlaufsicherungsgebühr vor allem diejenigen betrifft, die eben über große Mengen und große Geldvermögen verfügen. Ja. Und die ist dann letztlich auch dazu geeignet, dass erstmal diese Entwicklung nicht mehr weitergeht. Wir sind ja jetzt bereits einer Entwicklung konfrontiert, die einer ganz schmalen Oberschicht unheimlich viel zugebracht hat. Und am unteren Ende haben wir eine Verschuldung, die auf allen lastet, dadurch, dass wir eben zum Beispiel bei der Staatsverschuldung Steuern bezahlen oder in unserem täglichen Einkauf diese Zinsen drinstecken, die umverteilt werden. Und die Inflation bedeutet eine Geldverschlechterung, die am Ende alle betrifft und überhaupt nichts an der Situation ändert. Wir sehen es ja, wir haben ja eine gewisse Inflation immer schon, aber die führt nicht dazu, dass diese Verhältnisse der Umverteilung sich verändern oder denen auch nur die Spitze nehmen könnte. Wir haben ja gesehen, dass bei Inflation die Zinsen automatisch mitsteigen. Einer, der Geld verleiht, möchte keinen Verlust erleiden. Er schlägt also Inflation auf die Zinsforderung drauf. Erinnert sich an diese Kurve mit dem Auf und Ab. Das ist, wie gesagt, keine Lösung. Man muss immer an der Quelle ansetzen, wo die Probleme entstehen. So, an der Stelle, denke ich, hören wir auf, weil wir haben nach uns noch viele für Sie höchst interessante Vortragende, wo Sie das bisher Gehörte garantiert vertiefen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen und uns noch eine weitere spannende Veranstaltung. Dankeschön.